Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Unboxing-Videos. Ich habe mir neue Kopfhörer gekauft und die möchte ich ganz gern für euch auspacken. Die Kopfhörer selber haben ungefähr 20 Euro gekostet, also sind sehr günstige Kopfhörer, sind natürlich keine 200 Euro Kopfhörer, also die Soundqualität wird natürlich so für die 20 Euro auch nicht mehr sein. Aber ich denke mal, für die 20 Euro reicht die Soundqualität ziemlich aus. Wenn man natürlich bessere Qualität will vom Sound, muss man natürlich mehr Geld hinlegen. Aber mir reichen die vollkommen aus. Ich möchte mit den Kopfhörern beispielsweise auch ASMR-Videos hören, wenn die in Stereo sind, von Ear-to-Ear Videos beispielsweise. Und vielleicht ja, Musik hören mit den Kopfhörern. Ich wollte nicht so viel Geld ausgeben dafür. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir günstiger, weil so oft benutze ich die auch nicht. Ich habe natürlich den Karton hier schon aufgemacht. Also der Karton ist auch sehr leicht. Das sind die Kopfhörer, die sind natürlich auch sehr, sehr leicht. Ich werde den Karton mal aufmachen und schauen, wie es innen drin aussieht. Hier ist auch schon der Karton mit den Kopfhörern. Ist nochmal in eine Folie eingepackt. Ich werde den Karton mit den Kopfhörern mal rausholen. Die Kopfhörer heißen Sound in Tone i68. Also die Firma heißt Sound in Tone. Das Modell ist i68. Die Kopfhörer sind schwarz mit orange.
Ich werde den Karton mal aus der Folie rausholen und schauen wir uns mal die Verpackung an. Schöne kleine Verpackung, sehr leicht, also sind die Kopfhörer natürlich auch sehr, sehr leicht und schon auf dem Bild sehen die Kopfhörer einfach nur fantastisch aus. Gut aussehen ist nicht alles, aber der Sound reicht für die 20 Euro aus, wie gesagt. Hier reichen die voll und ganz. Ich werde die Verpackung mal öffnen. Dann schauen wir uns die Kopfhörer mal genauer an. Da ist das gute Stück. Man kann es sehr klein zusammenklappen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ich werde mal dieses Plastikteil abmachen. Ja, und dann hole ich die Kopfhörer mal raus. Das sind die coolen Teile hier. Ich werde es mal aufklappen. So sehen die Kopfhörer aus. Hier ist eine Lautstärkeregelung. Wenn man die Kopfhörer ans Handy anschließt, kann man mit dem Knopf den Telefonhörer abnehmen. Und es ist ein Mikrofon zum Sprechen integriert. So sehen die Teile von der Seite aus. Ich finde, die Kopfhörer haben ein sehr cooles Design. Der Ohrhörer hier ist schön weich gepolstert, sieht auch sehr gut aus. An dem Klinkenstecker hier vorne ist noch eine Schutzkappe drauf. Und sieht man den vergoldeten Stecker. Ich werde mal Teil hier aufmachen. Ich kann natürlich jetzt leider keinen Soundtest anbieten, aber ich kann euch sagen, für 20 Euro
Ist der Sound gut? Falls ihr günstige Kopfhörer sucht, die nicht so viel kosten und die vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut sind, dann empfehle ich euch diese Kopfhörer wirklich sehr. Das Kabel ist stoffummantelt. Sieht sehr gut aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Kopfhörern einen guten Kauftipp geben. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit, wenn ihr euch sie auch holen werdet. Und dann sage ich goodbye, bis zum nächsten Mal.